So, willkommen zurück. Ja, ich habe hier ein Replay zugesendet bekommen. Die Stats waren krank. Also seid gespannt bis zur letzten Sekunde. Ich habe es mir noch nicht angeguckt, ich habe mir nur die Stats angeguckt. AMX 50B wird in diesem Gefecht krank abgehen. Auf geht's! Es gibt keine Artis. Der Gegner hat 3 TDs. Auch ein 50B, TVP, AMX 50-120. Also Autoloader hat der Gegner auch genug. Dann bin ich mal gespannt. Schon 2 Schüsse kassiert. Viele sagen, mach mal Minimap größer. Hier habe ich es jetzt größer gemacht. Schon fast zu groß. Rille. Übrigens, der AMX 50B, soweit ich weiß nicht, ob ich richtig liege, hat den höchsten RAM-Damage aller Panzer. Das heißt, wenn du mit dem Ding Fullspeed was rammst, machst du vom RAM-Damage am meisten RAM-Schaden. Weil das erstens viel wiegt und zweitens super schnell ist. Teilt hier auf jeden Fall nicht aus. Das sieht auch schon wieder aus der Mitte irgendwo. Geht in Reload. Guck mal, das ist die Ingame-Kamera, oder? Okay. Der ging voll durch ihre Panzerung. Ja.
ich er wäre, hätte ich mich jetzt schon längst in Sicherheit gebracht, da Richtung, ja, da wo der Prot steht halt, ne, da an der Base. Weil von dort kann er immer safe nachladen, ne? Wenn das Ding ist, wenn die den jetzt hier rudeln, dann hat er halt die Arschkarte, ne, der muss ja eine halbe Minute nachladen, in der Zeit können sie den aufpressen, ne. Mach mal jetzt die Freecam an. Erwischt! Ach, der ging voll durch ihre Panzerung. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Direkt Replay. Reload meine ich. Der hat jetzt schon mehrere Magazine leer gemacht. Natürlich immer den letzten Schuss dann nachgeladen, weil besser, du hast es, du hast ein volles Magazin, wenn dann ein Gegner auf dich zukommt. Der 50B vom Gegner kommt übrigens auch schon. So, wieder die Ingame-Kamera ab jetzt. Ne, doch nicht. Machen wir mal die Freecam wieder. Das ist ein Vorteil vom 50B, der kann sich da. Wirkungstreffer! Wir haben sie nicht mal angekratzt! Kette wurde getroffen! Sie kann jeden Moment reißen! Gegnerfahrzeug ausgeschaltet! Also vom Fahrverhalten, man merkt richtig, dass der schon Ahnung hat, ne? Wie der immer Abstand zum Gegner hält, wie der flankiert, wann der nachlädt. Man merkt, dass der auf jeden Fall Ahnung hat. Wir haben sie. Nice. Da ist der E100. Oh, da. Merkt ihr? Das ist die Ingame-Kamera. Der hat die Augen halt überall, ne? Der guckt jetzt nicht nur auf eine Seite, sondern während der den bekämpft, hat er noch so ein bisschen Minimap im Auge. Oder dreht mal auch mal, guck mal, wo ist was los? Wo muss ich aufpassen? Von wo aus könnte ich flankiert werden? Das ist so Multitasking, ne? Richtig geil. E50M geht auf den E100. Ich hätte jetzt zum Beispiel da rechts oben dem E50M geholfen. Ne? Der ist ja rechts oben den E100 wohl jagen. Wirkungstreffer. Der ging voll durch ihre Panzerung. Ey, vor allen Dingen, guck mal unten links im Chat, Alter, der hat das ganze Spiel fürs Team gerissen und immer noch schreiben die AMX, bla bla, beschimpfen den, Alter. Was ist das, ey? Das, genau das meine ich. Weißt du, die checken ja nicht, dass der auch mal nachladen muss, ne? Das checken die halt nicht. Hier.
Und der hat auch recht, guck mal, der schreibt ja, aber der ist, Alter, der hier, der macht ein Magazin nach dem anderen leer und hilft seinem Team. Und dann heulen die rum und beschimpfen den auch noch, Alter, was ist das denn? Das habe ich auch so oft mit der Bad-Chat oder so, ey, die checken nicht, dass du erstens keine Panzerung hast und zweitens nachladen musst, weißt du? Da wird da erstmal rumgeflucht wie sonst was. Der Leo PTA feuert ihn an, dass er nur noch einen Kill braucht, um einen Krieger zu machen. Gegnerische AMX ist in der hintersten Ecke. Richtig geil bis jetzt gespielt. Da gibt es nichts zu meckern. Nice. Nice. Geil gespielt. Geil, richtig geil. Und ich kann euch sagen, der hat richtig Damage rausgehauen. Ihr müsst mal die Stats gucken. Ja, das sieht doch mal geil aus, oder? Krieger, Panzermeisterschütze, Großkaliber, Unterstützer, das Ding gemastert. Was haben wir denn an Damage? Ach du Scheiße. 9345, knappe 9400 Damage. Kranke. Ja, sprachlos geil. Ich würde sagen, wenn ihr noch mehr solche Replays sehen wollt, dann lasst mir ein Abo da und abonniert am besten auch meinen Kraftsportkanal. Dort geht es um Muskelaufbau, Kraftaufbau. Dort heiße ich Akko The Persian Killer. Links unten in der Beschreibung. Unten in der Beschreibung findet ihr auch mein Facebook. Ja, wir sehen uns. Bis dann.